Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Und wir ziehen jetzt in den Krieg. Heute. Können wir wahrscheinlich irgendwann schnell reisen, ne? Das ist super. Joshua Graham steht auch 10.000 Kilometer weiter weg. Das schaffen wir. Aua. Zwölf, ne? Zehn, so. Das müsste perfekt hinkommen. Ich finde es halt ätzend, dass man nicht schnell reisen kann. Was? Junge! Was denn mit euch falsch? Eigentlich gar nichts, weil die wollen ja ganz normal rangreifen, nur aber. Kann es sein, dass jetzt irgendwie mehr hier unterwegs sind oder liegt das einfach nur daran, weil wir dem Gebiet näher kommen? Bangwerf! Schießt der mal? Irgendwie so wieder? Tschüssi! Aha, aha, ja, nichts Interessantes. Ich habe hier doch noch. Ne, ich habe hier keine Munition mehr. So, hallo. Mein Freund. Ich habe gehört, du bist tot. Und, ja. Alter, die Feuerwehr ist 2500 wert. Oh. Zeig dir mal, wo der Hammer hängt. Also wahrscheinlich im Baumarkt, im Regal, aber. Ja, ja, ja. Dann haben wir nämlich noch so ein paar Gewichtspunkte wieder weg. Könnte sein, dass es regnet während des Kriegs. So. Wer steht da? Wer ist freundlich hier? Ist das eine Sackgasse, wo ich mich hier gerade befinde? Zumindest komme ich nicht um diese Klippe herum. Das ist toll. Oh, hallo. Ach, komm. Nicht du. Da wirst du halt zuerst sterben. Lad nach. Zeit haben wir. Danke. Okay. Aber. Weil ich hier nicht hochkomme, deswegen. Ich will immer noch hier rum. Sag mal, ist ein Bein von mir verkrüppelt? Mir geht's top. Ist es da hinten, wo ich rum kann? Ey, das ist eine Scheiße.
Muss ich mich nicht weiter drum kümmern. Es geht hier immer noch nicht weiter. Ey, das ist doch unfassbar. Ich, klar, hier muss ich rein. Ganz ehrlich, darauf habe ich gerade keinen Bock. Ich gehe einfach, teleportiere mich einfach hier quasi direkt ans Anfang des Canyons. Weil darauf habe ich gerade keinen Bock, bis dahin zu gehen. Tut mir leid, sorry. Es dürfte hinkommen. So, die Frage ist, ich glaube, ich muss nach unten, ne? Jo. So, hier wahrscheinlich rein, ne? Wenn da unten schon die Typen stehen. Also da, nee, so, ich hatte gar keinen Bock da drauf. Hallo. Gut. Hä? Also. Ja, ja, die kämpfen schon bestimmt. Ganz toll. Was ist das denn? Eine Wanduhr. So, ab in den Krieg, würde ich sagen. Da hier oben noch nicht so viel ist, kann ich ja noch die Aufmerksamkeit auf mich ziehen hier. Unser primäres Ziel ist es nämlich, möglichst wenig Verluste. Naja gut, das ist wahrscheinlich immer das primäre Ziel, aber... Ne? Man versteht sich schon. Ja, wow, die Hülsen sind... Das ja, hat es ja gebracht. Weil es ist jetzt nicht so, dass ich sage, dass ich einen Nachteil dadurch hätte, aber... Da hoch? Ne, da kann ich niemals hoch. Wow! Joshua Graham hat die Gruppe verlassen. Wieso? Oh, hier muss ich rein. Oder eigentlich ist es gar nicht so schlecht, die Waffe. Okay, wenn ich jetzt schon entdeckt wurde, dann... Ja! Also so richtig Krieg kam da jetzt aber auch gerade nicht auf, eigentlich. Hallo! Feuerwerks ist immer noch heile. Dachchen! Bom, 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 bom. Das sind Vierersalven hier. Finde ich auch sehr interessant. Ja, aber das war zum Glück nicht so schlimm, weil ich wusste, dass da nur... So. Noch habe ich ein bisschen Schuss. 28, um genau zu sein. Gegengift geht immer. Da ist ein SF-Kasten. Irgendwie ist das jetzt gerade nicht so special, das Ende. Und das ist ja das Ende. Wir werden gleich wahrscheinlich noch mit Salz in der Wunde reden. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und
fin de tiempo. Ich muss weiter dem Canyon entlang. Vermutlich. Na, den umbringen. Vermutlich. Oder einen Kompromiss aushandeln. Ja. So. Na, wunderbar. Aua. Ich habe keinen Schuss mehr. so. Weiter geht's. Hier habe ich noch 59 Schuss. Das sind fast zwei volle Magazine. Hallo! Bum, 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 bum. Lecker. So, dadurch können wir wieder irgendwas reparieren. Es ist erstmal sinnvoll, wenn ich es so rummache. Hier sind wieder Freunde. Ist das die richtige Richtung des Canyons? Jo, ist es. Alles klar. Qualenbringer. Ah, das ist unwichtig. Da ist noch Wasser drin. Das ist unwichtig. Was ist denn hier? In der Quate ist nichts mehr drin. Also auch schön, dass die mich unterstützen. Sie tun nämlich eigentlich, ja, ich sag mal, gar nichts. Hier ist eine Yucca-Banane. Wie süß. So. Hauptsache immer mit diesem Gewitter im Hintergrund. Das passt wie in so einem perfekten Film. In Film regnet es auch immer. Oder gewittert es immer. I'm not away with you. Nee, 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 ich will dich töten. Tachchen. Du auch? Selbstschuld. Da ist die Uhr, da ist die Uhr. So. Ich glaube, da hat jemand einen Tomahawk auf mich geworfen. Reparieren. Habe ich eigentlich für andere Pistolen noch irgendwas? Ich kämpfe mal wieder mit dieser Umarmung. Na. 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 Das war nicht so effektiv. Aber wir haben ja jetzt wieder 28 automatische Muni. Schön. Was ist das denn? Das ist gar nichts. Eigentlich müssten wir uns die ganze Zeit sogar nicht mal mit irgendwelchen Medikamenten und Lebensmitteln heilen. Wir haben ja den Fluss, der ja sauber ist. Ja, da geht's heiß her, ne? Sonst hat ja aber nichts. Okay, hier unten haben sie wohl einen gewissen Fortschritt erzielt schon. Will ich jetzt mal so sagen. Morgen. Ich kann nur Alice. Das ist mir zu ungenau. So.
Dachchen. Na, reicht schon? Falls Nana gerade die Folge kommt, ne? Na, reicht schon. Ach ja, das machst du, das ist gut. Das ist ja gut. So. Die machen das schon. So, das wird übrigens jetzt überlänge. Ich werde jetzt nicht beenden, bevor das hier zu Ende ist. Wir haben sie in Syracuse gewarnt, aber sie haben darauf bestanden. Sie haben uns in Neukanaan betrogen, um uns zu vertreiben. Und als Caesars Hund sind sie uns nach Zion gefolgt. Und jetzt stehen sie auf heiligem Boden. Ein Tempel für Gottes Ruhm auf Erden. Aber in unserem Tempel kann ein Tier nur geopfert werden. Kaliwocene Konservao. Sie verstehen mich, oder? Oder? Fremdmann! Kunamann, wahnsinnig! Er töten alle Weißbeine! Du reden! Du aufhören! Ich sag ja, wir müssen so diskutieren. Hey, so hatten wir das aber nicht ausgemacht. Lass mich mit Joshua drüber reden. Nein, du hast recht. Wir werden dich töten, aber nicht so. Verteidige dich. Yukanoni Kumpame. Deja yo. Richtig. Nein. Das muss mit Stil gemacht werden. Meine absoluten Lieblingswaffe. Ey. Jetzt wirklich so sterben. Da war ein schlechter Schuss. Aua. So. Eieiei. Die Weißbeine vernichtet, was? Dieses Ende hätte ihn auch ereilt, wenn er auf den Knien gestorben wäre. Aber dies ist wahrscheinlich für Wüstenpferde und Drehenvolk geschehen. Trotzdem, dank ihrer Hilfe und Gottes Gnade werden die Weißbeine Zion nicht mehr belästigen. Lassen Sie uns Daniel suchen. Bis morgen ist nicht mehr viel Zeit und es gibt noch viel zu tun. Na wunderbar. Jetzt hat er ihn getötet. Ich wollte den Typen töten. Der Konflikt zwischen den Neukanaanitern und den Weißbeinen endlich gelöst. Die Einmischung des Kuriers kippte das zerbrechliche Gleichgewicht der Kräfte. Trotz ihrer Niederlage und dem Tod ihres Kriegshäuptlings bei Three Marys wurden die Neukanaaniter weiter von den Weißbeinen gejagt. Aber kaum, dass sie ihre Opfer in Colorado aufgespürt hatten, erkannten sie, dass das Blatt sich gewendet hatte. Die Weißbeine, die die Hinterhalte der Neukanaaniter überlebten, wurden von Wüstenpferden gefangen, bevor sie den Great Salt Lake erreichen konnten. Als die Kunde von der schwindenden Macht der Weißbeine die 80er erreichte, brach Krieg aus. Am Ende des Jahres waren die Weißbeine ausgelöscht. Das Tränenvolk kämpfte an der Seite Joshua Grahams und der Wüstenpferde und wendete die Bedrohung Zions durch die Weißbeine ab. Als der Kurier und Joshua Graham Salz in der Wunde erschlugen, wurde ihr Sieg mit einem großen Gelage gefeiert. Die Verwandlung des Tränenvolks von einem friedlichen, unschuldigen Stamm zu einem stolzen Kriegervolk brach Daniel das Herz. Er fand nur wenig Trost in dem Wissen, dass sie in Zion bleiben würden. Die Unschuld des Tränenvolks war verloren. Nachdem sie geholfen hatten, die Weißbeine aus Zion zu vertreiben, kehrten die Wüstenpferde triumphierend heim. Sie blieben neutral gegenüber dem Tränenvolk, aber im Laufe der Jahre gab es immer wieder Spannungen und sogar Gewalt zwischen den Stämmen. Die Neukanaaniter, besonders Daniel, versuchten zu vermitteln, aber es war schwierig, den Streit zwischen den Stämmen zu schlichten. Die Vernichtung der Weißbeine in Zion markierte einen Wendepunkt im Schicksal der Happy Trails Karawanenkompanie.
Alle 2 Monate traf sich die Karawane mit den Neukanaanitern zum Handel im Ziontal. Happy Trails kam bald zu neuerlichem Wohlstand. Die Verteidigung des südwestlichen Utah durch Tränenvolk und Wüstenpferde brachte die Happy Trails-Karawanen hervor und erwies sich als Segen. Die Stämme vereinten sich gegen die 80er, vertrieben sie vom Highway 50 und erschlossen eine neue Handelsroute für die Happy Trails-Karawanen. Obwohl der Kurier Joshua davon abhielt, Salz in der Wunde hinzurichten, fiel der Kriegshäuptling im Kampf. Nach dem Sieg bei Three Berries nahmen sich Tränenvolk und Wüstenpferde unter Joshua ihrer Kameraden an und verbrannten die Leichen ihrer Feinde. Er ging weiterhin unnachgiebig gegen die Feinde Neukanaans vor und zeigte wenig Mitleid für seine Gegner. Und dennoch war er verändert. Er zelebrierte nicht länger die Brutalität und Grausamkeit, für die er in seinem früheren Leben berüchtigt war. Seine Dämonen waren, wenn nicht sogar ausgelöscht, zumindest besänftigt. Noch viele Jahre nach dem Sieg über die Weißbeine nahm sich Daniel der spirituellen Bedürfnisse des Tränenvolks an. So sehr er es auch versuchte, er konnte den stärker werdenden Kampfgeist des Stammes und ihre Verehrung Joshua Grahams nicht aufhalten. Entmutigt kehrte er zu seiner Familie und Dead Horse Point zurück. Sein Versagen verfolgte ihn für den Rest seines Lebens. Und damit verschwand der Kurier aus der Geschichte der Stämme Zions und ging zurück in den aufkommenden Sturm des Mojave-Ödlands. Und damit... Aha. Die ganzen individuellen Sachen sind das. Würde ich sagen, haben wir alles. Und wir können zur Nordpassage reisen. Und ich würde sagen, das war das Ende von Hannes Arts. So heißt das doch, ne? Wenn ich jetzt hier da reingehe, dann bin ich ziemlich überladen. Ich würde sagen, das war das beste DLC von allen. Eindeutig. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.